Die folgende Sendung TV Powerplay enthält Produktplatzierungen. TV Powerplay. Hallihallo und herzlich willkommen zur 174. Folge von TV Powerplay, der Unterhaltungssendung im Netz mit der Extraportion Wahnsinn. Mein Name ist Udo Fröhliche und dass Sie heute wieder eingeschaltet haben, finde ich einfach overgeil. Wir senden heute wieder aus unserem neuen Studio und ich sage nur so viel. Wir haben viel vor. Brisante Themen, interessante Studiogäste und eine musikalische Unterhaltung der Superlative stehen am Programm. Wir schreiben November 2021. Die Corona-Fallzahlen steigen wieder, aber ich bin mir sicher, wir bekommen das ganz bald in den Griff. Auf allen abgehaltenen Klimagipfeln kehrt schon langsam die Erkenntnis ein, dass man nur noch Schadensbegrenzung betreiben kann. Aber wann und wie das passieren wird, hängt natürlich wieder mal davon ab, wie traurig manch Superreiche sind, dass jetzt in ihren Garagen nur noch 15 statt 20 Luxusschlitten stehen haben. Aber gehen als Cyberzombies wieder auf Tour und wie versprochen schalten wir jetzt live zum Wiener Seidelmarathon, welcher heuer sein 10-jähriges Jubiläum feiert. Mittendrin statt nur dabei unser Außenreporter Peter Pimpe. Lieber Peter, ein herzliches Prost in den 11. Bezirk. Ja, danke dir, lieber Udo, und herzlich willkommen hier zum Original Wiener Seidelmarathon in der 10. Ausgabe. Dieses sportliche Highlight des Jahres dürfen wir heuer live verfolgen und wir freuen uns, dass wir dabei sind und sind schon gespannt, wie das Ganze wirklich dann ausgehen wird. Das klingt alles sehr spannend, lieber Peter, aber sag, wie bereitet man sich eigentlich auf so einen Marathon vor? Ja, das ist eine gute Frage und die gebe ich gleich direkt an den Präsidenten des Vereins Original Wiener Seidelmarathon weiter, der gleich direkt neben mir steht. Also, wie haben sich denn die ganzen Teilnehmer auf dieses sportliche Highlight vorbereitet? Herzlich willkommen. Es ist eigentlich kein großes Geheimnis, gute Unterlage, ein jahrelanges Training und dann wird es schon gut gehen. Sind Sie zuversichtlich, dass alle Teilnehmer an den Start kommen werden? Ich glaube an meine Burschen und Mädels. Das finde ich fantastisch. Wir sind gespannt, melden uns auf jeden Fall bei der Hälfte. Aber jetzt heißt es ganz im Sinne des Start-Lokals Kaffee Zip. Zip, Zip, Hurra! Wir melden uns wieder. Danke dir, Peter. Was erwartet Sie heute? Wir haben wieder Stargäste bei uns im Studio eingeladen. Jimmy wird uns was Leckeres machen. Luke zeigt uns, wie man im Herbst so richtig schön warm bleibt. Und wir bleiben natürlich dran, wie es beim Seidelmarathon weitergeht. Lehnen Sie sich nun also zurück, öffnen Sie den obersten Knopf Ihrer Hose, gehen Sie nicht mehr aufs Klo und nun viel Spaß bei der folgenden Sendung von TV Powerplay. Ma, Mama, mach's mit mir. Ja, grüß euch und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer weiteren Ausgabe von Mach's mit mir. Was machen wir heute? Hummus ist super einfach, kostet nicht viel und schmeckt bombastisch. Ich würde sagen, der volle Erfolg für zu Hause auf der ganzen Linie. Was braucht man nur dafür? Kichererbsen kriegt man natürlich schon eingelegt zu kaufen im Geschäft oder man kauft sich getrocknete Kichererbsen, legt die selber ein, kocht die auf, kommt das selber raus. Weiters braucht man Tahin. Dann braucht man noch Salz. Ein bisschen Zitronensäure und ganz wichtig, kaltet euch ein bisschen was von dem Wasser, wo die Kichererbsen eingelegt waren, auf. Das kommt dann auch noch hinein, schmeckt gut, ist toll für die Konsistenz. Und ein kaltes Wasser. Das war's im Großen und Ganzen. Das mischen wir jetzt alles zusammen. Ma, ma, ma. So, da, Zutaten sind zusammengemischt. Nächster Schritt, Stabmixer her und pürieren. Hopp, und gehen wir. So, da, im Großen und Ganzen ist damit auch schon die größte Arbeit passiert. Ihr könnt es natürlich jetzt auch hergehen und das Ganze noch ein bisschen verfeinern, indem ihr da ein bisschen, was weiß ich, Knoblauch rein tut oder ein bisschen Essig oder Curry. Es sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich habe einmal gehört, wenn man jede Kichererbsen einzeln schält, nachher schmeckt der Hummus noch besser. Tobt euch daheim aus, ich freue mich. Wichtig ist auf jeden Fall, das Ganze dann für 6 bis 10 Stunden in den Kühlschrank zum Ziegen einlagern. Und dann mit ein bisschen Olivenöl servieren und geht schon. Das war's
Schnell ist gegangen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut, wenn es heißt, mach's mit mir. Mach's mit mir. Herrlich, unser Jimmy endlich wieder mal in voller Länge im Programm. In der Zwischenzeit haben es sich bereits unsere heutigen Stargäste in unserem neuen VIP-Bereich gemütlich gemacht. Und ich freue mich ganz besonders, dass Sie heute hier sind. Wo Sie auftauchen, ist die Stimmung am Kochen. Sie machen A Cappella-Musik, wurden bereits international mehrfach ausgezeichnet. Ich könnte jetzt natürlich noch weitere Lobeshymnen auf Sie singen, aber das würde den zeitlichen Rahmen sprengen. Bitte überzeugen Sie sich selbst von Das wird super! Hallo, ihr Lieben. Ihr macht A Cappella-Musik der etwas anderen Art. Was kann man sich darunter vorstellen? Ja, grundsätzlich ist ja bei A Cappella so, man hat eher nur einzelne Stimmen und wir nutzen aber auch Harmonizer-Effekte, Octavo-Effekte, Beatboxing, Live-Looping und ganz viele tolle Dance-Moves. Das klingt fantastisch. Wie kam es natürlich, und ich glaube, das interessiert doch einige, zu diesem Bandnamen und zu den bunten Anzügen? Ist eigentlich relativ einfach erklärt. Wir waren immer sehr euphorisch, als wir in den Proben immer gemerkt haben, was wir denn da so auf die Beine stellen wollen und haben natürlich dementsprechend immer wieder Das wird super durch den Probenraum gerufen, haben uns auch unabhängig voneinander immer Probentermine, Konzerttermine mit Das wird super schon eingetragen, und als es dann zur Sprache kam, was wird der Bandname sein, war eigentlich relativ schnell klar, Das wird super ist Programm. Und die Anzüge sind eigentlich mehr oder weniger sehr pragmatisch gewählt, weil man kann relativ unkompliziert, relativ günstig, relativ effektvolle Anzüge im Internet bestellen, und damit war das komplette Konzept eigentlich schon klar. Klingt spannend. Spannend wäre natürlich auch, vor allem für die Zuschauer zu Hause, zu wissen, wann kann man euch das nächste Mal irgendwo sehen? Ja, also zu sehen gibt es uns das nächste Mal am 17. November im Theater am Spittelberg beim Voice Mania Festival, dann am 19. November in München im Spectaculo Mundi beim Vokal Total Festival, und natürlich alles weitere gibt es auf daswirdsuper.com, Facebook, Instagram und auf unserem YouTube-Kanal. Ja, bitte schauen Sie da unbedingt rein, und ein Vögelchen hat mir gezwitschert, ihr werdet heute noch eine kleine Kostprobe zum Besten geben. Was dürfen wir erwarten? Ja, da haben wir uns gedacht, wir bringen etwas mit, was super zu uns als Boyband passt, nämlich eine feine Nummer aus den 90ern von den Spice Girls, Wannabe. Außerdem gibt es das auch auf unserem Debüt-Tonträger zu hören, Super Smash Hits Volume 1. Na bitte, besorgen Sie sich unbedingt diesen Tonträger. Wo genau, erfahren Sie selbstverständlich in der Beschreibung zur heutigen Sendung. Wir werden natürlich noch eine kleine Kostprobe von den Burschen heute hören, aber bitte schauen Sie sich die Burschen live an. Vorher schauen wir auf jeden Fall noch zum Seidelmarathon. Lieber Peter, wie ist der Stand der Dinge? Ja, genau. Hallo. Ja, Udo, wir sind hier in der Halbzeit beim 10. Original Wiener Seidelmarathon und wir können berichten, es ist bis jetzt alles reibungslos über die Bühne gegangen. Wir sind ideal in der Zeit und werden am Ende des Tages siegreich aus dem Rennen gehen. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Sehr schön. Sag, aber können wir an dieser Stelle für all jene, die sich noch ein bisschen unsicher sind, klären, worum geht es eigentlich beim Seidelmarathon genau? Berechtigte Frage, schnelle Antwort. Im Endeffekt ist es so, wir trinken heute pro Wiener Gemeindebezirk ein Seidel, was in diesem Fall heißt, Entschuldigung, 23 Seidel über den ganzen Marathon verteilt. Da stellt sich mir jetzt die Frage, lieber Herr Präsident, nehmen alle Teilnehmer am ganzen Marathon überhaupt wirklich teil? Nein. Es gibt Teilnehmer, die machen den kompletten Marathon, andere wiederum den Halbmarathon. Es gibt trotzdem auch welche, die den Sprint machen. Sprich, eine Anzahl an Seideln, wie es ihnen beliebt und belangt. Also kurz vorbeischauen. Das klingt nach sehr viel Spaß. Und wie spaßig es jetzt wirklich zugeht, fragen wir gleich einmal einen der Kandidaten. Herr Mittendrin statt nur dabei, täte mich jetzt interessieren, wie war es bis jetzt? Haben Sie alles gut überstanden? Irgendwelche Schwierigkeiten? Freuen Sie sich auf alles, was kommt? Guten Tag, ja, ich meine, ich mache nur den halben Marathon, Seidelmarathon, aber man muss sagen, man fühlt sich ja relativ fit, auch wenn man dann zwischendurch immer so die Jausen in sich reinfetzt und zwischendurch ein bisschen schlafen geht, auch in der S-Bahn und so, das hält einen wirklich fit und das finde ich toll. Sind Sie wirklich zuversichtlich, das heute auch zu schaffen? Absolut, 100%. 100%. In diesem Fall sage ich, wir freuen uns auf alles, was noch kommt. Viel Spaß. Wir melden uns auf jeden Fall noch am Schluss. Und in diesem Sinne zurück ins Studio mit Halbzeit! Danke dir, Peter. Jetzt nur ein Spot. Werbung.
alltägliche Situationen können sehr schnell sehr unangenehm werden, wenn Ihre Hämorrhoiden mal wieder Probleme machen. Dagegen hilft Beta Rosetta. Beta Rosetta. Beta Rosetta. Beta Rosetta. Oder Sie bewegen sich mehr oder ernähren sich gesünder. Deswegen Beta Rosetta. Beta Rosetta. Und endlich ist Frieden mit den Hämorrhoiden. Yo, tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you really, really want. I tell you what I really, really want. So tell me what you really, really want. I wanna really, really, really wanna zig a zig ah. You wanna get with me, you gotta listen carefully. You got him in the place, who likes it in your face. You got T like MC, who likes it on an easy beat. Does it come for free, she's a real lady. And that's for me, haha, you'll see. Slam your body down and wind it all around. Slam your body down and wind it all around. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got if you wanna be my lover. Film- und Serienrätsel. Die zweite Ausgabe des Film- und Serienrätsels steht bevor und wir wollen auch dieses Mal von Ihnen wissen, per YouTube-Kommentar, Facebook- oder Instagram-Nachricht, welchen Film oder welche Serie wir im folgenden Clip zitieren. Nicht vergessen, wir haben ganz bewusst die Originalvorlage etwas verändert und bedienen uns nur des Originaldialogs. Das heißt, wir stellen hier keine Szene nach. Ich gratuliere an dieser Stelle ganz herzlich den Gewinnern der letzten Ausgabe und selbstverständlich werden auch dieses Mal aus allen Einsendungen 3 Gewinner gezogen. Was gibt es dieses Mal zu gewinnen? 3 Sechserträger inklusive Goodiebag von Brewage. Brewage, Zeit für gutes Bier. Einsendeschluss ist der 20. November und am 21. November findet die Live-Ziehung statt. Wir haben natürlich alle Kontaktmöglichkeiten in die Beschreibung zur heutigen Sendung gepackt. Soweit, so gut. Clip ab, Ihnen viel Spaß und natürlich viel Glück. Darf ich reinkommen? Ich weiß, du bist was Besseres gewohnt, aber für mich reicht's. Nein, es ist ein tolles Zimmer. Nein, die Musik gefällt mir.
Es tut mir leid, wie mein Vater dich behandelt hat. Dein Vater war großartig. Er war toll, so wie er sich um Penny gekümmert hat. Das war nicht richtig, wie er mit dir umgesprungen ist. Das hat er meinetwegen gemacht. Johnny, ich muss dir sagen, dass mein Vater... Nein. Was dein Vater gemacht hat, das war einfach großartig. Wie er sie gerettet hat, dass die Leute, die mich wie den letzten Dreck behandeln, die haben schon irgendwie recht. Nein, das haben sie nicht. Du hast Persönlichkeit. Baby, du weißt nicht, wovon du sprichst. Ich will's dir erklären. Im letzten Monat hatte ich kaum was zu fressen und in diesem steckt mir die Frauen haufenweise Diamanten in die Tasche. Ich stehe immer auf einem Drahtseil und kann jeden Moment runterfallen. Nein, das bildest du dir nur ein. In dir steckt mehr. Du musst es nur wollen. Ich habe noch nie einen Menschen wie dich gekannt. Du gehst durch die Welt und du glaubst, du kannst alles verbessern. Und wenn jemand blutet, dann gehst du deinen Vater holen. Ja, dann gehe ich meinen Daddy holen. Das ist wirklich mutig. Glaubst du? Ja, das stelle ich mir verdammt schwierig vor. Auf jeden Fall hast du vor nichts Angst. Ich? Hast du eine Ahnung? Ich habe vor allem Angst. Ich fürchte mich vor dem, was ich gesehen habe. Ich bin erschrocken darüber, was ich getan habe, wer ich wirklich bin. Und am meisten habe ich Angst, dich zu verlieren. Ich war noch nie in meinem Leben so glücklich wie mit dir. Verstehst du nicht, dass ich dich brauche, Johnny? Tanz mit mir. Was? Hier? Das ist ein neuer Rekord. Boom! Hallo, Luke ist wieder da und mir geht's heute großartig. Aber das wird sich schlagartig ändern. Sie fragen warum? Ich sage Ihnen warum. Sie fühlt sich niedergeschlagen, depressiv und müde? Na klar, die Winterzeit ist da. Es wird früher dunkel und es ist arg kalt. Aber das Leben muss doch weitergehen, nicht wahr? Also nicht verzagen. Trinken Sie Tee und schlafen Sie viel. Es ist doch alles nur im Kopf. Mind over matter. Ist es halt kalt draußen? Machen Sie es sich drinnen gemütlich. Gehen Sie ins Theater, treffen Sie sich mit Freunden, schauen Sie gute Filme an, hören Sie gute Musik, machen Sie Workouts oder kochen Sie sich einfach mal was Geiles. Aber ich sage Ihnen, das ultimativ Wichtigste in dieser Zeit ist, dass Sie immer genug zum Anziehen haben. Also, rüber zum Kasten und holen Sie sich Mütze, Handschuhe und lange Wintermäntel. Warte, hatten wir das nicht schon einmal? Ja. Egal, man kann es nur nochmal sagen. Also, holen Sie sich was zum Anziehen. So, das Wichtigste ist, dass Sie immer genug zum Anziehen haben. Wuhu! Ich sage Ihnen, es ist mir richtig warm, um nicht zu sagen, ich fühle mich hot. Ich bin Luke, Ihr Anzugexperte. Oh yeah! Und bis bald! Danke dir, Luke! Ja, meine Damen und Herren, wir nähern uns dem Ende unserer heutigen Folge. Und an dieser Stelle schauen wir jetzt ein letztes Mal, wie es den Kandidaten beim Seidelmarathon geht. Lieber Peter, wie schauen wir aus? Lieber Udo, wir melden uns jetzt hier von der finalen Runde des Wiener Seilmarathon. Es ist alles gut gegangen. Wir haben es in der Zeit geschafft. Es ist quasi niemand auf der Strecke geblieben. Und wir hatten dieses Jahr zum ersten Mal eine Frau mit am Start, die den kompletten Seilmarathon geschafft hat. Es waren Höhepunkte dabei, es waren Höhen und Tiefen die dabei. Einzige Frau. So ist es. Und wir sind alle sehr stolz, dass wir es geschafft haben, hier am Schluss beim Leo-Würstelstand zu stehen. 23 Seideln wurden getrunken, alle sind sehr glücklich, alle sind sehr verliebt. Und mit diesen Bildern, mit diesen Eindrücken gebe ich zurück ins Studio. Es war der Wahnsinn. Liebe Leute, Seidelmarathon! Was für ein Spaß! Welche Tipps für die gute Laune haben wir dieses Mal für Sie? Schauen Sie unbedingt auf das kommende Konzert von Das wird super im Theater am Spittelberg am 17. November im Rahmen von Voice Mania. Immer dran denken, Voice Mania verzaubert die Stadt mit A Cappella-Klängen aus aller Welt noch bis Ende November. Am 5. und 6. Dezember finden die traditionellen alljährlichen Adventkonzerte des Chorus Viennensis in der Wiener Hofburgkapelle statt. Und am 15. Dezember gibt's den Livestream zu Lust Christmas, dem Weihnachtsstream-Konzert von Lustkandl. Behalten Sie auch im Hinterkopf den Einsendeschluss und die Ziehung unseres Film- und Serienrätsels. Was erwartet Sie das nächste Mal? Ich verrate nur so viel, es wird weihnachtlich. Schauen Sie also vorbei und lassen Sie sich verzaubern. Das war's. Ich sage danke fürs Zusehen. Mein Name ist Udo Fröhliche. Bis zum nächsten Mal. Und Sie können die Hose jetzt wieder zumachen. If you wanna be my lover.